Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, ich habe in der Zwischenzeit zwischen gestern und heute eine Kiste ausgeleert. Ja, die da. Es ist die da. So. Ach, das lassen wir da liegen. Das wird schon nicht schlecht werden. So, zuerst klauen wir Ihnen die Post. Alles gut. Sehr gut. Ist das ein Hund? Wir randalieren da im Keller, oder? Ja. Klingt aber auch nach Hund. Ich werde jemand die Stufen gehen. Okay, aber nicht. Und jetzt sind sie wieder still. Oh, das macht mich wahnsinnig. Okay. Ein wenig orientieren. Wenn ich da jetzt runterfall, bin ich auch traurig. Durch die Toilette. Und Stille. Das macht mich auch immer etwas nervös. Diese dann plötzlich auftretende Stille, oder? Wir looten aus der Distanz. Oh! Oh, das war fies. Ein guter Eintopf. So, da haben wir alles fertig gelootet. Bevor die Dame uns aufgehalten hat. Stille. Warum liegen diese Dinger hier? Es geschieht nichts aus Zufall. So, dann schauen wir da mal in die Presse. Die Presse, die Presse. So. Wo ist denn mein... So, weil das Bett werden wir gleich zerlegen. Wegen der Schraubenfedern und der Rohre. Oh ja, das hat sich richtig ausgezahlt. Oh. Das ist mal mein Bürostuhl. Ja. So, und das war's dann. Das war's dann hier oben. Ja, die Vorhänge lassen wir. So, bedeutet, wir gehen noch in den Keller. So. Ach, ist das fies alles hier. So. Das ist schon leer.
So, dann hier und hier. Oh, bin ich aufgeregt. So. Okay. Da sind viele Farben auf jeden Fall mal drin. Die gehören alle uns. Das ist super. Ja, aber. Was? Und das war's? Eine Krankenschwester? Okay. Nicht mal da ist was. Aber was war das? Zwei Dietriche, super. Oh, große Panik vor dem Haus, dabei ist da nichts. Okay. So, dann da rein mal mit dem Zeug. Wir haben aber ziemlich viel gefunden hier. Oh, das wäre super. So. Aber wir werden mal alles hier schön einpacken. So. Schraubenfedern sind auch gut. So. Jetzt schauen wir mal in das Kleine da. So, zuerst mal im Müll wühlen. Dann rund ums Haus gehen. Wieso klingt das hier? Wie Metall. Super. Ich laufe über Metall. Ist da ein Hund drin? Nö. Das klingt wie Metall. So, gut. Müll haben wir auch noch. So. Wohl an. So. Oh ja, cool. Batterie. Schönes, sauberes Minihäuschen. In einer anderen Zeit hätte ich das auch schon als Base verwendet für die erste Nacht. Super. So. Nur für den Fall der Fälle schieße ich auf die Schnelle. Das ist gar nichts. So, na dann wühlen wir hier noch Müll. Interessant. Eigentlich müsste der Garten voll sein mit, oh, ein Buch. Mit Zombies oder so. So Sachen und Dingen. So. So, zuerst mal hier. Schön auseinandernehmen. Oh ja. So, Mädel, komm da mal rein. Ab in die gute Stube. Hui. So. Mach ich diesen hier? Vielleicht könnte das auch alles wegbringen schon. So. Gibt's hier Leitern? Nö. Okay. So, dann machen wir mal diesen hier. Wo wohl der Abgang ist? Da drinnen? Da kloppe ich mich aber dumm und dämlich. Oder soll ich einfach Leitern hinten reinbauen? Okay. So. Also, die nehme ich mit.
Das lasse ich da. Oh. Rahmen, Rahmen. Super. Öl, Benzin. So, und zwar er hier. Mehr als 6 werde ich ja nicht brauchen, oder? Oh, schauen wir mal. Oh, da war auch der Soundtrack hier. Ja, so. So, jetzt kann ich die Leiter wieder hierher geben. Die Schraubzwinge kommt hierher. Knüppel aus dem Sack, in die Hand. Interessant. Das ist eine Holzverkleidung. Okay. Wie hat's geheißen, wenn ich einmal durch das Mausrad sterbe? Ich kann leider keine Leitern mehr machen. Verdammt. Kann ich jetzt Leitern machen? Wenn da überhaupt was drinnen ist. So, eine Leiter, eine Leiter. Dann. Ich kann nur von oben looten. Ist aber auch okay. So, Kochtopf ist meiner. Das war's aber auch schon mit dem Looten. Nicht von der Leiter. Was ist, wenn ich da mal drauf schlage? So, Holzleiter, ja, fertigen. So. Also in dem Bunker war ich noch nie. Echt noch nie. Okay. Bücher. Ach, coole Bücher. So, dann würde ich sagen, wir zerlegen mal das ganze Zeug hier. So. Ja, ich weiß, die Farben könntest du ausnehmen. Ja, ja. So, dann kann ich das hier aber auch essen. So. Die Betten werden zerlegt. Weil da kriegen wir gute Schrauben und Federn. Super. So. Das war auf der Seite. Ich glaube, das Schlimme ist hier. So. Noch eine Ersatzküche. Zwei Küchen. Ah, eine Speisekammer. Sehr cool.
ein Bad. Gefüllt mit Gehören. So, mal umschauen. Geheimfächer? Nö. So, Inventar ist ziemlich voll, aber... Oh, wie cool! Du musst die ganzen Bücher dann auch mal lesen. So. So, 19 Uhr. Ein wenig Zeit haben wir noch, das lege ich hier ab. Hüpf. So, hier. So, also. Baublampf. Für eine MP5, super. So, dann gehen wir da runter und machen nochmal den großen Raum auf. Den großen Raum. So. Ich bin durstig, durstig. So. Naja, aber sehr durstig war ich auch nicht. So. Ob ich dahinter jetzt Zombies finde, lege ich da einen Master Zombie frei? Ich weiß es nicht. So was ganz Widerliches wäre jetzt an der Tagesordnung. So, man kann schon durchsehen ein wenig. Treppen. Da sind die Treppen. So. Ja, schade. Hätten wir die Tür nicht zugeschlossen. Naja. Jetzt ist es auch zu spät. Der eine Punkt, der stört mich. Dann verfolgen mich wieder die Geier. Na, tatsächlich. Tatsächlich. Oh mein Gott. Naja. Wir sind ja gleich durch. Das war tatsächlich in der Montagegrube. Habe ich aber nicht von oben einen Teil weggenommen dort? Wahrscheinlich genau den einzigen Teil, der nicht über der Grube liegt. Nee, super. Ja, nämlich tatsächlich den einzigen Teil. Naja, so. Schon schön. So, dann würde ich sagen, ich bringe mal zu Hause gemeinsam mit dir nach zu Hause. So, was haben wir? So, Bücher lasse ich da, das lasse ich da, Buch lasse ich da, das. Ah, wobei, das kann ich schon mitnehmen. So, das auch. Das lasse ich auch da. Das kann man mitnehmen. Buch bleibt da. So, Fahrrad. Öffne dich um ein treues Fahrrad. Super. So. Ja, an sich cool. Ah, wie schön. Mir ist warm, ja klar. Jetzt, wo ich schon die roten Warnfarben trage. Oh, die Bäume sind schon groß. Große Bäume. Sieht aber cool aus da. Eine einseitige Allee. Aber eine Allee. Dü, ist besser, als wenn die so klein sind. So. Da mal her. Herwerfen. Ich hätte gerne eine Rumpelkiste wieder. So eine... Werkzeug. Hier, da habe ich das. Ein Buch. Oh,
Moment, wir machen einfach eine Rumpelkiste. Ich brauche Nägel, genau. So. Kiste, Kiste, Kiste. 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 Kiste? Oh mein Gott, wie heißt denn die Kiste so? Rezepte. Hölzerne Ablage, Möbel. Okay. So, hölzerne Ablage, Möbel. Wir schauen mal da rein. Das gehört da rein. Dann haben wir da noch das hier. Hölzerne Ablage, Möbel. Ist fertig. So, und zwar ihn hier. Nein, Moment. Müssen wir natürlich aufmachen. So, da geben wir alles mal da rein. Eine Gabelkiste. Gabelkisten sind wichtig. Und die werden wir in der Nacht aufräumen. So, das machen wir aber nicht gemeinsam. Damit will ich euch nicht langweilen. So, da ist das Fahrrad. Super. So, da kommt das rein. So, und dann fahren wir gleich noch einmal zurück und holen gemeinsam noch eine Runde. Aber der Typ hier. Oh. Na. Das war ein wunderbarer Schuss. Der ging genau in die... So. So, dann aufs Fahrrad. Wir holen den Rest noch. Oh, wie schön. In den Sonnenuntergang radeln. Ja, irgendwann müssen wir den Bären auch mal, aber das hat echt Zeit. Na, da muss ich ja sagen, das hat wirklich Zeit. So, habe ich jetzt einen Kaktus zerstört? Durchs Drüberfahren. Oh, wie cool. Haben die da was gemacht? War das in der 17er auch schon so? Hat das auch schon so schön ausgesehen? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir da was. So. Und das da auch. So. Leer. Da ist nicht mehr viel drin. So, und da. Wow, okay. So, meine Lieben, das war's aber, würde ich wirklich sagen, für die heutige Folge. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch den Rest der Kisten ausräumen. Kiste. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.